Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum DAX-Check heute am Montag. Wir sind gut unterwegs im DAX. Das haben wir am Freitag wieder gesehen. Nachdem es ja so aussah, als ob wir vielleicht ein paar Gewinnmitnahmen sehen würden, haben wir fast auf Tageshoch geschlossen. Wir schauen gleich mal auf den Chart, wie das Ganze sich darstellt. Wie gesagt, knapp oberhalb von 13.000 Punkten haben wir dann wieder nach oben gedreht. Hier die wichtige Unterstützung, um dann bei 13.243 Zählern aus dem Handel zu gehen. Und das ist jetzt ja eine entscheidende Phase, sage ich mal. Wir sind drauf und dran, den seit Jahresbeginn gültigen Abwärtstrend zu durchbrechen. Wir schauen uns das mal vielleicht im längerfristigen Chart an, wenn wir den auch noch haben. Auf jeden Fall, ja, hier ist er, wunderbar. Also, hier hat der Abwärtstrend begonnen und da sind wir jetzt dran. Wunderbar. Und wenn wir das natürlich nach oben schaffen auszubrechen, dann ist Anschlusspotenzial erstmal hier das Septemberhoch bei 13.560 etwa, bevor wir dann ja vielleicht in weiterer Ferne hier in Richtung 14.000 blicken können. Dazwischen im Bereich 13.650, da verläuft die 200-Tage-Linie. Ich hatte es letzte Woche schon gesagt, damals hier im Frühjahr, da war der Abstand, Sie sehen es, 1000, 2000, über 2500 Zähler und jetzt nähern wir uns wieder an. Es ist einfach so. Irgendwann werden sich die Linien treffen. Es ist immer nur die Frage, oben im Bereich der Hochs oder dann wieder weiter unten, weil die 200-Tage-Linie eben fällt. Wir sehen, dass der DAX ja unverändert eröffnet. Auch das ist wieder ein positives Zeichen, dass wir uns nach der Rallye von über 10% immer noch ja, stabil halten, dass es keine neue Welle nach unten gibt. Und ja, da spielen natürlich auch die Zahlen der Unternehmen eine Rolle und natürlich auch eine Art Sektorrotation weg von den Techs, wobei Apple am Freitag ja begeistert hat, sage ich mal, mit seinem Plus. Aber trotzdem sieht man doch, dass Value irgendwie wieder mehr Gewicht bei den Anlegern hat und der DAX eben speziell ja mehr auf Value setzt als auf Tech-Unternehmen. Fresenius und Fresenius Medical Care haben am Sonntagabend Zahlen gebracht, die Prognose für die Gewinnzähle gesenkt. Also wenn schon Unternehmen am Sonntag Zahlen bringen, dann ist es meistens kein gutes Zeichen. Aber wir sehen hier einmal Fresenius mit 22,16 Euro am Freitag aus dem Handel gegangen. Ein erschreckendes Bild, was die Charttechnik betrifft. Allerdings, da gibt es ja die Fantasie, dass das Unternehmen vielleicht aufgespaltet wird. Es hat ja vier Bereiche, Fresenius. Und da ist ja erst der Hedgefondsmanager Paul Singer eingestiegen. Und das nährt natürlich die Hoffnung, dass man hier eine Aufspaltung vorantreibt und dass innere Werte freigesetzt werden und die Aktie wieder steigt. Also deswegen auch jetzt kein Verkaufskandidat, anders eher bei Fresenius Medical Care, der Tochter. Also da würde ich eher weiterhin mal die Finger weglassen, vor allem wenn wir da dieses Tief bei 26,19 unterschreiten. Also das wäre ein neues massives Verkaufssignal. Schauen wir mal auf die aktuellen Kurse an der Börse. Wir sehen, dass Adidas wieder unter die 100 gefallen ist. Was mir besonders gut gefällt, ist Allianz im Moment. Liegt natürlich auch an den steigenden Zinsen. Über 180 jetzt. Technisch sehr, sehr spannend. Nächstes Kursziel, der Bereich um die 190 Euro. Deutsche Bank ziert sich noch etwas mit zweistelligen Kursen. Also da muss man warten. Deutsche Telekom, letzte Zeit sehr, sehr stark unterwegs, auch in Richtung Jahreshoch unterwegs. Und hier haben wir eben jetzt die beiden Fresenius-Mitglieder. Einmal die Mutter bei 22,80, also leicht im Plus. Und auch die Fresenius Medical Care kann sich einigermaßen halten nach den Zahlen. Da war natürlich auch schon vieles eingepreist. Schauen wir mal auf die andere Seite. Was fällt uns auf, dass die Linde... Da sehen wir schon den Briefkurs wieder im Bereich 300. Also diese Meldung, dass man ein Delisting in Frankfurt anstrebt, das hat eben für kurzfristige Verunsicherung gesorgt. Aber es ändert ja nichts an den positiven Aussichten des Unternehmens und deswegen auch hier keine Verwunderung.
Eine Münchner Rück auch wieder in Richtung 270, das wäre ein neues Zwischenhoch und damit ein neues Kaufsignal. Also auch weiterhin auf der Long-Seite. Ansonsten ist ja Vonovia letzte Zeit immer wieder im Fokus gestanden. Also die kann sich nicht deutlich von den Tiefskursen erholen. Und von daher, ja, verwundert uns das jetzt nicht, dass die im Bereich 22 steht. Wir halten uns auf dem Niveau, wie gesagt. Wenn wir jetzt wirklich den Abwärtstrend verlassen, der so im Bereich 13.230 verläuft, dann wäre das ein neues Kaufsignal. Und da muss man natürlich überlegen, ob man da nicht nochmal eine neue Long-Position aufmacht. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche Ihnen gute Kurse. Würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut.